Hallo alle zusammen, ich bin die Elke und das heutige Thema ist Schuldgefühle auflösen. Sich schuldig fühlen ist normal. Wow, was für große Worte, nicht? Bitte atme tief durch und besinne dich, bevor wir mit diesem Thema weitergehen. Wie oft hast du dich schon in deinem Leben schuldig gefühlt? Schuldig im Sinne von nicht genug getan zu haben, als Sohn, Tochter, Ehemann oder Ehefrau versagt zu haben, nicht höflich genug gewesen zu sein oder dich nicht genug um arme, hilfsbedürftige Verwandte gekümmert zu haben. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, die uns jede Menge an Standards, Gesetzen und Idealen vorgibt, wie Dinge sein sollten und wie wir sein sollen und uns zu verhalten haben. Wenn wir diese Vorgaben nicht erfüllen, sollen wir uns schuldig fühlen. So wird es uns beigebracht. Und wirklich alle Vorgaben zu erfüllen, ist eigentlich unmöglich. Und wer macht denn all diese Standards und Gesetze? Du hast es sicher schon richtig vermutet. Es ist wieder mal die Gesellschaft und deren Institutionen, und diese werden unterstützt vom Verstand und seiner falschen Wahrnehmung von Macht und Begrenztheit. Ganz vorne stehen die Menschen, die Macht über die anderen errungen haben und Wert darauf legen, sie auch zu erhalten, indem sie die anderen klein und ruhig halten. Am besten, indem man sie mit Arbeit beschäftigt, sodass sie keine Zeit zum Nachdenken haben. Und wenn technischer Fortschritt uns Arbeit abnimmt, die fortan maschinell gemacht wird, erfindet man eben neue, bürokratische Arbeit. Es gibt sehr viele Menschen, die denken, dass sie es nötig haben, sich als etwas Besseres und Wertvolleres zu fühlen als andere. Sie denken, sie würden an Macht gewinnen, indem sie andere bevormunden und eingrenzen. Sie glauben daran, dass ihr Verstand, ihr trainierter Körper, ihr Reichtum oder ihre Position sie zu etwas Wertvollerem machen als andere. Und solange du diese Spielchen mitspielst und versuchst, im gleichen Sandkasten mit diesen Menschen zu spielen und eine gute Figur zu machen, solange bekommen sie auch, was sie wollen: deine Energie. Wenn auch nur zeitweise. Denn in Wirklichkeit kann niemand die Energie von anderen wegnehmen. Am beliebtesten ist das Schuld- und Schamspielchen, das sehr einfach gestrickt ist. Es gibt den Schwachen, das Opfer und denjenigen, der ihn trösten und tragen muss. Idealerweise nimmt der Tröster auch noch die Bürde des anderen auf sich. So leben sie dann in ihrer eigenen kleinen Welt, haben regelmäßig ihre kleinen Dramen und sterben eines Tages, ohne wirklich gelebt zu haben. Dieses Spielchen wird fast überall gespielt, in Familien, Schulen, am Arbeitsplatz und sogar in der Regierung. So viele Menschen geben auf diese Art ihre Verantwortung ab an Institutionen, Regierungen oder an ihre Familie. Weil es schon immer so war und niemand es hinterfragt, sondern immer nur wiederholt wird. Der Grund für all dies ist wieder der Verstand mit seinen Wahrnehmungen, Beurteilungen und Vergleichen. Das impliziert ja schon die Notwendigkeit, Fehler in allem zu suchen, besonders in mir selbst und in den Menschen um mich herum. Der Verstand sieht überall nur Fehler und Mängel. Wo immer er ist, herrscht Unvollkommenheit. Und aus dieser Perspektive heraus ist es unvermeidlich, Schuldgefühle zu entwickeln. So lange, bis du dein Bewusstsein in dein Herz fallen lässt, der Türe zu deinem höheren Ich und dem Universum, und du beginnst, deine Präsenz zu spüren. So lange, bis du einen Schritt zurück machst und beginnst, deine Präsenz und deine Verbindung zum Universum zu erspüren. Dann siehst du die Dinge plötzlich mit anderen Augen. Dann siehst du die Schönheit und Perfektion in allem und jedem. Und es wird dir klar, dass alle anderen genauso perfekt sind wie du selber und dass in diesem gottgeschaffenen Universum keine Mängel sind, sondern nur Missverständnisse. Und du siehst, dass jeder genau da ist, wo er gerade sein soll auf seiner Lebensreise,
und dass niemand den anderen retten kann, außer er selbst. Du kannst sie sicherlich begleiten und ihnen beistehen, die Dinge zu sehen, wie sie sind und ihre eigene Kraft zu entdecken, aber nur, wenn sie es wollen und danach fragen. Denn Bewusstwerdung kann niemals von außen kommen. Es ist keine Frage der Bildung und auch nicht der Intelligenz. Man kann sie nicht willentlich herbeiführen, weil wir sie schon längst haben. Es ist ein Wiederentdecken, ein Wiederbeleben, ein sich öffnen für alles, was ist. Und deshalb ist es jetzt Zeit, uns ein für alle Mal von unseren Schuldgefühlen zu verabschieden, damit wir von jetzt an aus dem Herzen heraus leben und unsere ureigene Kraft und Vollkommenheit ausdrücken können. Wir geben immer unser Bestes und das ist immer gut genug. Wir werden uns nicht mehr von unserem Verstand diktieren lassen, sondern ihn als Werkzeug benutzen, so wie es eigentlich gedacht ist. Und unser Körper dient uns als wundervolles Gefährt für diese Reise durchs Leben. Und wenn jeder damit beginnt, aus dem Herzen zu leben und seine ureigene Liebe zu zeigen, dann haben wir tatsächlich das Paradies auf Erden. Denn Liebe kann niemals verletzen und sieht überall nur Vollkommenheit.